Wir brauchen noch Holzfliesen für die Achterbahn. Und Metall. Deswegen habe ich ja quasi den ganzen Kram dahingestellt. Da. Mit dem Transport, mit dem Bergwerk, mit dem Schmelzwerk und dann direkt den Verkauf für das ganze Material an das Gelände der Achterbahn. Man kriegt da ziemlich schnell viel Geld. Wir hatten ja auch den Kredit von über 500.000 ausgeschöpft. Das heißt, da muss heute mal ein bisschen was fließen. Deswegen bin ich da auch mal gespannt, was sich dann nämlich da so entwickelt. Oder ja, wie das Metall aussieht von der Produktionsstätte her. Ja, dann schauen wir mal. Da bin ich einfach mal ein bisschen gespannt. Ja, da das mit dem Encoder von dem Stream da ein bisschen leckt, warum auch immer, ich weiß es nicht. Also entweder ein bisschen runter mit der Bitrate oder ich muss mir mal wirklich Gedanken machen, weil mit dem OBS, da stimmt nämlich auch irgendwas nicht. Es hat nämlich gestern keine Probleme gegeben, aber irgendwie tut sich das Icon, was man auf dem Desktop hat, nicht aktualisieren. Meint die Software oder die ist gar nicht mehr auf dem Computer. Wird sie nicht mehr auf dem Computer sein, würde das Ganze auch nicht laufen. So, genau. Ach, sieh mal an. Der liebe Ghosty ist auch schon auf dem. Auf dem Server vom lieben Humor. Ja. Schauen wir mal. Ja, morgen ACC. Was hatte ich noch gesagt, was wir noch zocken wollten? Irgendwas anderes. Ach ja, um sie. Stimmt, ja, stimmt. Morgen war ja nochmal um sie angesagt. Aber ich glaube, ich schieb noch eine. Ich werde noch eine Portion ETS dazwischen schieben. Ansonsten. Zwei Runden OMSI in zwei Runden ETS. Dann dürfte es auch sein. So. Was da genau? Produktionsstätte. Das wollten wir mal als erstes abchecken. Wow. Da hat's gescheppert. Oh. Gut, Metall, nee, das behalte man nicht. Was haben wir denn noch? Das heißt, ich kann euch jetzt. Ich kann nicht verkaufen. Perfekt. Sehr schön. Das wird eine reine Spazierfahrt. Das ist perfekt. Das ist super. Jetzt muss ich noch gerade gucken. Ja. Wo haben wir dich denn hingestellt? Wo haben wir denn ihn hingestellt? Dolly? Ist mal der. Hä?
So viel kann doch eigentlich nicht da sein. Oh Gott, na egal. Machen wir halt unsere Kontrollfahrt. So, muss Licht an. Oh ja. Scheiß Grafik-Update. Ja, das ist wirklich ein scheiß Grafik-Update, was ich da letztens wieder hatte. Denn LLS noch gar nicht großartig laden gehabt. Und dann... Ja, da hinten steht er nicht. Da hinten steht er nicht, da muss man mal gucken. Auf die Suche des Anhängers. Verkaufen, neu mieten. Super. Wäre ja auch was. Das wäre ja auch was Neues. So kriegt man am besten schnell seine Karre. So. Ich habe auch letztens was anderes noch ausgetestet, wie für die ganzen Spielaufnahmen. Also wie gesagt, ich habe ja immer nur auf 1280x27 aufgenommen. Aber was passiert denn, wenn man das alles auf 1080 aufnimmt? Ne? Also ich meine, da dürfte der Encoder ja keine Probleme haben. Weil die Aufnahme an sich läuft ja alles über die... Der Stream läuft über die Grafikkarte und die Aufnahme läuft über die CPU. Ja, und die CPU frisst halt, ne? Muss ich mir mal Gedanken machen. Also irgendwas scheint auf jeden Fall rumzumucken. Das ist jetzt nur da wegen dem Server, das ist... Sieht so aus, als würde er da vorne sitzen. Jawohl, da ist er. Perfekt. Da haben wir doch recht gehabt. Aber warum ist der mir nicht angezeigt hat? Habe ich bestimmt wieder den falschen Filter aktiviert, ne? Oh, das passt ja. So. Dann bitte einmal... Haben wir denn hier? Ja, dann gehen wir mal da hinten rauf. Schnipp, schnipp. Der schon voll, kann das sein? Oh doch. Perfekt. Gut dann. Sind fest. Klappe zu. So, diesmal müssen wir noch gucken, wo wir die verkaufen. Ja. So, das war einmal den Streu. Schüssel. Befflehut. Ach, was ist das denn? Jack it up.
Ah, okay. Okay, ich wusste gar nicht, dass es auch. Nehmen die auch die. Manuel, das war jetzt so klar, ne? Ach, du liebe Herr Gerichtsvollzieher. Oh. Moin, moin. Ja, wenigstens funktioniert das. Ey, da muss ich jetzt auch mitspielen. Ja. Da muss ich jetzt auch mitspielen. Na gut, dann fahren wir erstmal dahin zu Waffelhut Nord. Na? Du bist mir einer, ey. Kann man da mal direkt noch den Kredit abbezahlen? Gut, dass ich die Produktion da noch am Laufen hatte. Ach ja. Ich habe leider heute nur bis 15. Ja, 2 Stunden werden heute nicht machbar sein. Die kommen morgen drauf, glaub mir. Morgen habe ich länger. Morgen habe ich länger. Aber man kann es einlösen. Aber ganz, guck mal. Zeigt es dir irgendwas an, wann du das nächste Mal das nochmal einlösen darfst? Weil das sollte jetzt eigentlich ein Countdown oder irgendwas sollte da jetzt ablaufen, dass du das jetzt erstmal nicht mehr benutzen darfst. Steht denn da irgendwas? Weil das würde mich mal gern interessieren. Pro Stream einmal, genau. Aber es sollte noch eine Zeit ablaufen, weil ich habe das so eingestellt, dass ihr das einmal in der Woche benutzen dürft. Wenn es nämlich nicht macht, dann muss ich das Ganze nochmal überarbeiten. Beim nächsten Stream füllen wir wieder auf. Mehr steht da nicht. Okay. Naja, dann ist es halt so. Und nein, wir werden morgen nicht nochmal 2 Stunden länger machen. Na gut. Dann ist das halt so. Nee, weil ich bin. Heute bin ich noch ein bisschen anders da eingeplant. Aber die 2 Stunden müssen noch in derselben Woche eingelöst werden. Das ist ein. Das ist das, was ich halt nicht verstehe, ne? Nein, ich hätte es halt gern, weißt du, wenn du das einmal einlöst, dass auch wenigstens dann, dass dann die Zeit abläuft, ja? Für den nächsten. Für die nächste Woche quasi. Aber in der Einstellung. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das habe ich ja gesagt. So, man braucht nämlich auch dringend Geld für den Traktor zu reparieren. So, als nächstes sind diese Pfeffermühlen drin.
So. Können wir noch tanken? Tanken und reparieren. Jo, ich fühle mich sowas von begeistert. Wie war das? Wir geben schon wieder Geld aus. Habe ich mir schon gedacht. Ja, Manu, hättest du letztens gesagt, ne? Du magst keine Deichsel. Alles macht er kaputt heute. Ja, Manu fährt nicht so gerne Deichsel. Und ich wollte gerade zurücksetzen. Und ich fahre halt gerne die Deichsel mit, oder einen Anhänger mit lenkbarer Achse. Also quasi. Muss man noch so zeigen. Es gibt hier einmal Hänger mit Deichsel. Also hier, das nennt man vorne die Deichsel. Die mag man noch nicht so gern. So, gerade beim Rückwärtsfahren. Kennst du es ja, wie beim Rückwärtsfahren, wenn ich bei ETS fahre, ist ja links und rechts ein Spiegel, brauchst nicht zu viel auszuweichen. Ja, oder jetzt hier. Ja. Und weil, so wie es gerade bei mir hier passiert ist, mit diesen, du willst gerade zurückfahren, aber dann hast du wieder diese Verknickung, Verlenkung und das hast du, ja. Und das, also ich mag es zwar, aber wenn es manchmal nicht klappt, dann, ja. Ist halt so das Problem. Ein Mod fällt mir ganz besonders. Muss ich mal sagen. Und zwar die Spiegel. Spiegel anders dazu stellen. Das gab es mal für den 19er. Da hast du von der Maus den Mausrad genommen. Und hast du quasi dann die Möglichkeit gehabt, mit dem Mausrad, also festen Bildschirm, hast dann mit der Maus nach links schwenken können und mit dem Mausrad quasi dann deinen Spiegel einstellen können. Es war gar nicht mal so schlecht gewesen. Hat sogar richtig Spaß gemacht. Aber ich habe leider auch diesen Mod runtergeschmissen. Was auch immer. So, ich werde aber nochmal eine neue Funktion testen auf Discord. Und zwar ist das nämlich dieses Event. Auch die Ankündigung von gestern. Mit das, was ich hier eingepinnt hatte, mit dem ETS 2. Und weil ich nämlich dann. Oh, ich fahre schon wieder in die falsche Richtung. Ach, egal. Einmal mit dem Block. Weil Vater nämlich auch die Mod, den Mod-Link haben will. So.
So, deswegen ist nämlich heute so die Problematik. Spazierenfahren, was ist das hier? Man könnte eigentlich sagen, was fährt der Bartolo wieder für einen Scheiß zusammen? Ja. Na, du hast eilig, so wie du Renaudusch, ey.